Einen wunderschönen guten Abend. Ja, der Erik ist fleißig am Klopfen schon im Hintergrund und da wisst ihr wahrscheinlich auch schon, worauf wir es jetzt abgesehen haben. Wir haben es heute oder heute Abend jetzt vorgesehen, auf Wels zu angeln und wirklich nur Wels. Wir haben nur Wels-Sachen dabei, damit wir gar nicht in Verlegenheit kommen, irgendwie auf Black Bass zu angeln oder so. Das ist schon eine spannende Angelei. Auf jeden Fall, ich habe eine richtige Wels-Route habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt meine Abu Garcia Beast Pro Route dabei. Die hat so 130 Gramm Wurfgewicht. Sollte eigentlich reichen. Oh, bei ihm ist Wels am Köder. Kannst du mal aufs Echo laufen. Da sieht man einmal einen Schiffschwinger. Auf jeden Fall klopfen wir erstmal, auch wenn tendenziell nur kleinere kommen oder so. Aber unser Ziel ist es erstmal überhaupt einen Wels zu fangen. Als Multirolle habe ich von 13 Fishing, ja, die Wurmhöhe stärkste oder mit der stärksten Bremskraftrolle, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, montiert mit einer, ich glaube, 28 Kilo Stroftschnur. Ja, das ist so. Und als Köder habe ich den Vertic Jig von Zec. Da mache ich noch jeweils einen Tauwurm dran an den Einzelhaken und dann geht das im Endeffekt schon auf Tauchfahrt. Als Vorfach habe ich 0,80er Millimeter Fluorocarbon und ja, werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Wie gesagt, wir haben selber noch nie wirklich eingefangen und probieren es halt erstmal zu treiben, klopfen und ihr seid dabei und los geht's. Endlich. Warte, pass mal. Boah. Erik mit dem ersten Wels. Nice. Geil. Der scheint gar nicht so klein zu sein. Wird ja zu dir passen. Ich hole mal kurz. Du hast ja noch ein bisschen zu tun. Ich hole mal kurz meine Route rein. Ja, 150 Gramm Route. Ich kann nicht so viel machen. Nice, und du willst schon abhauen. Ziel erreicht, ey. Geil. Nur mal, was da gleich hochkommt. Ich glaube, so klein ist der nicht. Vielleicht hat er da 5 Meter schon. Ich hoffe, er steigt nicht aus. Spannung nicht verlieren. Boah. Mein Arm wird jetzt schon lahm. Scheint gar nicht so verkehrt zu sein. Jo. Man sieht ihn halt auch noch nicht, ne? Nee. Oh, mein Arm fällt ab, ey. Alter, Erik. Nur Disco-Pumper oder was? Der nicht in der Disco geht, nur zum Fischen. Ja, leider. Müsste der doch kommen. Hast du schon Handschuhe anzünden? Hab ich schon, ja. Pum, pum. Da ist er. Der ist ja nicht so klein. Nein. Der hat über einen Meter. Drill den vernünftig aus. Ich glaube, da muss jemand baden, wenn ich gleich. Alter, das sah eher so nach 1,50 Meter aus, oder? Ja.
Ich mag das Geräusch. Alter. Dreh ihn vernünftig aus. Halt dich gut fest, Junge. Alter Mann, ey, schleppt uns eher verlang. Ob er ihn rausbekommt, seht ihr in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Bei meinem Glück. Abwarten und Tee trinken oder so, ne? Es sollen nur kleine beißen, wurde gesagt. Ja, erstmal rausbekommen jetzt, ne? Ja. Ja, jetzt kommt er langsam. Ja. Na? Na, doch noch nicht. Aber du hast 3 Meter gewonnen und er nimmt sich wieder 2. Knapp 1,50. Dreh dann noch ein bisschen hoch, wenn du mit der linken Hand. Ein bisschen kippen. Ja. Nice. Richtig, richtig schön, Erik. Geil. Ja. Und wie es in am Ego ist, setzen wir ihn langsam zurück. Und schon ist er weg. Nice. Geil. Wie fühlt es sich an, endlich den ersten Wels zu fangen? Endlich. Lange drum gekämpft, an heimischen Gewässern. Zeig mal, zitterst du? Ein bisschen. Petri! Petri, danke. Oh Leute, also dass das jetzt noch geklappt hat. Ich sehe gerade, ich habe einen schönen Sonnenbrillenabdruck. Herrlich, so soll das sein. Nice, wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, für mich noch einen zu besorgen. Ja, der Erik hat fast knapp sein Ziel verfehlt von 1,50, aber ach, geil, so kann es weitergehen. Nice, der wird aber nicht so sein wie deiner. Jetzt hängt auch einer bei Luke, endlich. Sieht man was? Ja. Okay, okay, okay. Nimmt der Schnur? Nein, ich habe jetzt ganz leicht, ist relativ zu, aber der ist schwer. Und der Einschlag, Leute. Ah, du hast ihn wieder aktiv angefischt, ne? Ja, und richtig genervt. Geil. Aber das wird ein kleiner sein. Ja. Da ist er schon. Aber Meter hat er? Vielleicht, aber immerhin. Zielfisch. Immerhin Zielfisch, ja. Und abgehakt, das war mir das Wichtigste. Ah nee, der ist ein 80er. Willst du ihn selbst landen oder soll ich? Ja, ich lande ihn schon. Aber der Einschlag war brutal. Der hat also genervt. Ja. Der ist zuerst wieder abgedreht. Und dann wie heißt es? Ist er ein bisschen nach unten? Ich habe es auf dem Echolot gesehen. Hab ihn wieder bis auf den Kopf und dann BOOM reingehauen. Ja, die nippen nicht nur. Das merkst du, wenn die beißen wollen. Einen wunderschönen Abend, liebe Angelsportsfreunde. Ja, unser letzter Tag. Wir haben es nochmal heute Abend auf den Wels bzw. Waller vorgesehen. Ich zeige euch gleich die Montage. Erik bereitet die gerade vor. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir wollen wieder klopfen. Hatten den ersten Abend hatte ich einen 90er und Erik einen 1,50 Meter Waller. Und vorgestern waren wir noch mal abends los, da hatte ich nur einen Biss, da waren sie sehr, sehr zickig, sind nicht gestiegen, haben nicht geraubt, gar nichts. Und ja, heute Abend sind wir wieder hier und wollen gucken, ob es funktioniert, einen schönen Wels zu überlisten. Wir haben Bock, wir sind heiß und hoffen, dass echt ein Wels einsteigt. Ich möchte ganz gerne überhaupt noch einen fangen, der dann auch auf der Kamera ist, der vielleicht über einen Meter hat. Und Erik
Ja, sein Ziel ist so 1,80, ne? Ich hoffe mal, das können wir gut. Ich hoffe, das schaffen wir heute. Ich bin sehr zuversichtlich. Los geht's. Oh, die Alkinase und das Waschbären-Outfit ist vorhanden. Wir machen hier noch weiter Strecke. Der Erik hatte 2 Nipper. Aber leider sind die nicht hängen geblieben. Wir werden noch weitermachen. Bald wird's dunkel. Das heißt, falls wir noch einen Biss bekommen oder noch einen Fisch rausbekommen, kommt das dann auch im Anschluss oder wird jetzt noch, genau, jetzt mit reingeschnitten. Aber wenn nicht, dann soll es das für uns gewesen sein aus unserem Spanienurlaub. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dieses kleine Weltsvideo. Ja, wir sind auch keine Profis, wir arbeiten uns auch da gerade erstmal rein. Aber naja, fürs erste Mal hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Und ich würde mich über einen Kommi, ein Like oder ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.